einen Ort! Nach Game of Thrones ist vor Game of Thrones. Mit der 6. Staffel enden zwar auch meine wöchentlichen Recaps, das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem Redebedarf gibt. Und was sich nach dem fulminanten Finale sofort aufdrängt, ist die Frage, wie es mit der Serie weitergehen wird. Was wir wissen, welche offenen Fragen im Nachgang des Staffelfinals geklärt sind und was uns wohl erwartet, erfahrt ihr hier. Game of Thrones muss enden, und zwar bald. Schließlich erzählt uns die Serie eine in sich geschlossene Geschichte, die nicht ewig weitererzählt werden will. Deadline ist die 8. und letzte Staffel, doch die Besonderheit der abschließenden Seasons ist, dass sie nicht wie sonst über jeweils 10 Folgen verfügen. Statt 20 verbleibenden Episoden werden es, Stand jetzt, 13 sein. Das hat zwei wesentliche Gründe. Grund Nummer 1, der Produktionsaufwand steigt von Staffel zu Staffel. Besonders, wenn man sich die vielen Drehorte und aufwendigen Schlachten der vorigen Seasons anschaut. Der Produktionszeitraum von einem Jahr bleibt aber gleich. Das ist schlichtweg nicht stemmbar, ohne Abstriche zu machen. Das hieße eine allerletzte, verlängerte Season oder eben zwei verkürzte. Geldgeber HBO ist natürlich letzteres lieber, will man doch den jährlichen Turnus beibehalten. Und Grund Nummer 2, die Showrunner und Autoren Benioff und Weiss wissen schon seit dem Beginn ihrer Arbeiten an Game of Thrones, wie die Geschichte zu Ende gehen wird. Schließlich hat es ihnen George R. R. Martin höchst selbst verraten. Sie konnten sich einen Fahrplan erstellen, welche Plotpoints wann erreicht werden und wo die Serie damit zum Abschluss kommt. Nach eigenen Aussagen sind sie immer von 70 bis 75 Stunden Geschichte ausgegangen. 73 Folgen treffen dann sogar die goldene Mitte. Und so wird die kommende 7. Staffel auch nur über 7 Folgen verfügen. Das ist mit dem baldigen Drehbeginn auch komplett in Stein gemeißelt. Dass die 8. dagegen nur noch über 6 Folgen lang sein wird, ist noch nicht ganz gesichert. Schließlich sind die Drehbücher noch gar nicht geschrieben und eventuell Verhandlungen mit HBO ausstehend. Im Moment gehen Benioff und Weiss aber davon aus. Und wir sollten das dann auch. Ein Merkmal von Game of Thrones sind die wiederkehrenden Regisseure, die meistens 2 Folgen hintereinander abdrehen. Darunter diesmal ein Neuling, Matt Shackman, von dem unter anderem die letzten beiden fantastischen Folgen der ersten Staffel Fargo stammen und der mit It's Always Sunny in Philadelphia eine der Lieblingsserien von Benioff und Weiss mitverantwortet hat. Mark Mylod hat die 2 vermutlich umstrittensten Episoden der 6. Staffel inszeniert, The Broken Man und No One. Jeremy Podeswa wurde für seine Arbeit an Boardwalk Empire, The Pacific und eben Game of Thrones schon jeweils für einen Emmy nominiert. Ein überraschender Rückkehrer ist Alan Taylor. Der Mann ist eine Serienlegende und hat in so ziemlich allen hochklassigen Serien der Neuzeit schon seine Finger im Spiel gehabt. Von den Sopranos, Lost, Deadwood, Boardwalk Empire, Mad Men, Rome bis hin zu Game of Thrones. Er hat in den ersten beiden Staffeln die meisten und mitunter besten Episoden abgeliefert. Seine Game of Thrones Pause war für das Kino. War Tor 2 noch ganz unterhaltsam, so war Terminator Genisys aber ein absoluter Reinfall. Mit der Rückkehr zum Fantasy-Epos findet Taylor auch hoffentlich zu alter Form zurück. Ein bedauerlicher Abgang ist der von Miguel Sapochnik. Der hat nämlich mit Hard Home, dem Battle of the Bastards und The Winds of Winter nichts weniger als die epischsten Folgen der gesamten Serie auf dem Kerbholz. Er fehlt in der 7. Staffel. Ob das jetzt an seinem Terminkalender liegt oder produktionstechnisches Kalkül ist, ist nicht ganz klar. So scheint eine Verpflichtung für die aufwendigsten Folgen der 8. und letzten Staffel als sehr wahrscheinlich. Zwischenzeitlich arbeitet Sapochnik an einem Kinoausflug und er beteiligt sich an der Marvel-Serie Iron Fist, ausgerechnet mit Sir Loras Tyrell in der Hauptrolle. Long may she reign. Long may she reign. Inhaltlich hat die Serie mit dem Staffelfinale die Weichen gestellt. Frauen an die Macht. Cersei ist zum absoluten Antagonisten aufgestiegen und hat es mit den 3 Engeln für Daenerys zu tun. Sansa muss sich mit der Machtpolitik auseinandersetzen und selbst die kleine Arya, die immer mal wieder eine befriedigende Kaltblütigkeit an den Tag legt, hat einen neuen Gipfel erreicht. Das vermeintlich schwache Geschlecht ist gar keins. Game of Thrones ist es gelungen, sexualisierte, zwangsverheiratete Frauen, die Machthaber aus der 2. Reihe, in den Vordergrund zu stellen. Dazu hätte ich einen Nachtrag zum Recap des Staffelfinales. Obwohl es unglaublich offensichtlich ist, ist es mir zunächst nicht aufgefallen.
Arias überraschend sadistisches Festmahl hat eine metaphorische Bedeutung, die ihr durchaus bewusst ist. So kennt jedes Kind im Norden die Mär vom Rattenkoch, eine Fabel, die ihr Bruder Bran einst in Staffel 3 zum Besten gab. Darin hat ein Koch einst einem König aus Rache dessen eigenen Sohn als Fleischpastete serviert. Like the taste of his son so much, he asked for a second slice. Die Götter verwandelten den Koch daraufhin in eine große weiße Ratte, die sich nur noch von ihren eigenen Jungtieren ernähren kann. Zwar geht es natürlich für Arya vordergründig um Rache für Walder Freys hinterhältigen Verrat, aber eben auch darum, wie er es getan hat. If the gods turned every killer into a giant white rat. It wasn't for murder the gods cursed the rat cook or for serving the king's son in a pie. He killed a guest beneath his roof. That's something the gods can't forgive. Der einzige Gegenpol zum Matriarchat in Game of Thrones ist Jon Snow. I've never been much of a fighter. Dessen rechte, aber gekürzte Hand ist neuerdings Sir Davos Seaworth. Dieser hat noch zu Beginn der 6. Staffel betont, wie unschön sein Schwertkampf ist. Apologies for what you're about to see. Als ungelernter Schmuggler eigentlich kein Wunder. Für die 7. Staffel trainiert Darsteller Liam Cunningham nichts weniger als Mixed Martial Arts. Vielleicht ungleich besser anzusehen. Eine vermeintlich offene Frage aus dem Finale wurde ja eigentlich eindeutig beantwortet. Kronprinz Rhaegar Targaryen ist der leibliche Vater von Jon Snow. So inszeniert das zumindest die Serie, da es aber nicht auch für den Zuschauer eindeutig ausgesprochen wird, gibt es Zweifler. So könnte man meinen, dass der Lyanna Stark versprochene Ehemann und Rebell Robert Baratheon der Vater des Kindes sein könnte. Schließlich sind alle seine Bastarde dunkelhaarig und Rhaegar ist Targaryen-typisch hellblond. Aber Rhaegar hat Lyanna für fast 2 Jahre entführt, Robert kann es also nicht sein. Dass die Targaryens eine ikonische Haarfarbe haben, hat aber einen ganz anderen Grund als ein dominantes Gen. Ihr Stammbaum ist ein Kreis. Wenn man nur mit den eigenen Geschwistern und Anverwandten verheiratet wird, ist das Spektrum der Haarpracht überschaubar. So ist überliefert, dass Targaryens, die sich außerhalb der Familie vermehrt haben, auch teilweise dunkelhaarige Kinder hatten. Selbst in einer Fantasy-Welt wie Game of Thrones sind blonde Haare gegenüber dunklen in der Tendenz genetisch rezessiv. Aber jeder Diskussion zum Trotz hat HBO sowieso schon für Klarheit gesorgt. Ein offizielles Diagramm weist Rhaegar Targaryen als Vater von Jon Snow aus. Man muss ja nicht alles mündlich vorkauen, sondern einfach mal die Bilder für sich sprechen lassen. Doch was Lyanna ihrem Bruder Ned ins Ohr flüstert, hat zumindest der Zuschauer nicht ganz verstanden. Bran könnte es verstanden haben. Unter anderem wird wohl Ned Jon beschützen sollen. Kill every Targaryen I get my hands on. You can't get your hands on this one, can you? Dass Jon aber überhaupt Jon heißt, geht auf Neds Kappe. Er hat ihn offensichtlich nach seinem Ziehvater Jon Arryn benannt, bei dem er und Robert aufgewachsen sind und der die Rebellion maßgeblich unterstützt hat. Sollte Jon aber ein Kind der Liebe zwischen Lyanna und Rhaegar sein, wäre es nicht weiter verwunderlich, wenn er bereits einen richtigen Namen gehabt hätte. Geht es nach einer Reddit-Userin, kann man raushören, dass Lyanna einen Namen mit J nennt, der allerdings aus 3 Silben besteht. Listen to me, Ned. Denkbar wäre ein alter Targaryen-Name, Jaehaerys. Man darf gespannt sein, ob und wie die 7. Staffel das auflösen wird. Bis dahin werde ich aber immer wieder mal Videos zu Game of Thrones für euch haben. Die Serie gibt das einfach her und Vorfreude ist ja die schönste Freude. Euer eigenes Wissen zu Game of Thrones könnt ihr übrigens bei den Kollegen von Filmstarts auf den Prüfstand stellen. Ein passendes Quizvideo verlinke ich für euch in der Videobeschreibung. How did you? Von meinen Zuschauern erwarte ich wenigstens 10 von 10 Punkten.